Listen to my story. Das ist wunderbar. Das ist so überhaupt. Kingdom Hearts, das Licht. Hail, it's about time. Samstagabend, Trash Night, mit mir natürlich wieder. Und wir zocken Silent Hill The Short Message, ein Spiel von Konami. Und es ist Free-to-Play, also zumindest wurde es so aufgelistet, weil ich habe mich mal umgeschaut, ob es wieder neue Free-to-Play-Spiele gibt. Und habe dann gesehen, dass Silent Hill Free-to-Play ist. Ich dachte, es wäre eine Demo, also zumindest glaube ich, dass es eine Demo ist. Aber bei beiden Stores, also beim US und beim deutschen Store, wurde es als kostenloses Spiel gelistet, also ja, passt es in die Trashnet rein. Ja, ich hasse eigentlich Horrorspiele. Also wer mal irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise meine Warzone-Videos angeschaut hat oder meinen Warzone-Stream, der weiß, dass ich sehr schnell zu erschrecken bin. Deswegen, ja, hoffe ich mal, dass Silent Hill mir heute mal gnädig sein wird. Wenn du das Gefühl hast, dass du suizidgefährdet bist oder dich selbst verletzen könntest, werden dich mit anderen Experten, die dich professionell beraten. Achso. Oh, das ist ein sehr wichtiger Hinweis von Konami. Also, das muss ich denen lassen. Also, ja, das lasse ich mal so stehen. Nichtsdestotrotz. Ne? Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Es geht jetzt schon los. Ja. But wasn't I just... Ich will dir was zeigen. Kannst du zur Villa kommen? Oh, yeah. Maya told me to come here. Okay. Das erste, was ich merke, ist, es läuft nicht flüssig, also es ruckelt ein bisschen. Vielleicht ist es nicht in der Aufnahme so, vielleicht ist es nur gerade bei mir nur so, aber naja, gehen wir einfach mal weiter. Natürlich ist es aus der Ego-Perspektive, was es nochmal besser macht, weil ich mich schnell erschrecken könnte. Bei so einer Scheiße. This model. Is it this building? Alter. Oh Mann. Da habe ich mich erschrocken. Der Plan zur Erneuerung von Kettenstadt. Eine Übersicht. Kettenstadt war lange eine aufblühende Grenzstadt. Seit einigen Jahren zieht es junge Erwachsene jedoch scharenweise in die Ferne. Sehr zur Beunruhigung der Stadt. Im Rahmen dieses groß angelegten Projekts soll Kettenstadt mit der Unterstützung von chinesischen Investoren zu altem Glanz geholfen werden. Okay. Ach, es geht weiter. Wie viele Seiten sind das? Ah, zwei. Das Motto des Projekts ist Wiederbelebung. Die Grundstücke, die 2008 von japanischen Unternehmen ausgebaut wurden und nun leer stehen, sind ein bekanntes Problem. Wenn wir sie umfunktionieren, können wir diese Kosten enorm senken und unsere Vision für ein neues Kettenstadt verwirklichen. Wow.
So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? Alter, ich hasse es, wenn es so ruhig ist. Was muss ich denn machen? Ich muss noch ein bisschen Abstand von meinem Rechner nehmen, weil wenn ich jetzt Schiss bekomme, muss ich wahrscheinlich zittern. Werde ich wahrscheinlich... Oh, hier ist noch was. Die Pläne zur Erneuerung von Kettenstadt haben einen weiteren Rückschlag erlitten. Durch die Covid-19-Pandemie sind Investoren aus dem Ausland zurückhaltender geworden. Beim letzten Versuch sind die Pläne der Stadt an der Instabilität gescheitert, die durch die weltweite Finanzkrise 2008 ausgelöst wurde und Investitionen durch japanische Unternehmen und Kreditinstitutionen unmöglich gemacht hat. Institutionen, meine Fresse. Sorry. So. Zwei gescheiterte Erneuerungsversuche. Zwei Fehlschläge durch bedauerliche externe Faktoren. Kettenstadt will sich wieder aufrappeln, doch die Arbeitslosigkeit steigt. Der Stadtrat zieht in Erwägung, die Wirtschaft zu fördern, indem er gut ausgebildete Fachleute in die Stadt lockt. Doch bisher wurde keine effektiven Maßnahmen umgesetzt. Okay. Everyone's losing their futures. That's all adults are. Die Tür ist neben mir aufgeklappt. The system. Nein. Mann, ich hasse es. Boah, kann ich schon jetzt schon das Spiel als kein Trash abstempeln und die Aufnahme beenden? Ich will das nicht. Ich kann nicht. Okay. Where are you, Maya? Alter, wollt ihr mich verarschen? No exit, okay. Hier, da sind Blumen drin. Kein Ausweg, ja. I'm trapped. I've always been trapped. Ihr wisst gar nicht, wie warm mir jetzt ist. Ne? Ach, das ist, boah. Bei sowas brauchte ich wirklich mal wieder die Cam zu nutzen. Aber ich glaube... Okay, was ist denn? Oh, great. It's locked. Alter. Puh, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Oh, die Tür ist so gegangen. Ah, okay. Die Tür. Oh mein Gott. Ich will nicht. Ich will nicht. Wir teilen zur abgeraubten Versammlung. An alle Bewohner der Villa. Wir haben nach den jüngsten Nachrichten viele Anfragen zur Verwaltung des Gebäudes erhalten. Daher möchten wir eine Versammlung abhalten, um unsere Richtlinien formal zu erklären. Wir hoffen, dass Sie anwesend sein können. Irgendwas passiert jetzt mit dem Licht, hundertprozentig. Es geht kaputt. Alter. Vor allem, warum treffen sich Jugendliche in einer Fabrik? Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum tun die das? Warum machen die das? Es ist so bescheuert, wirklich. Was vibriert hier? Ach, das, okay. Können wir das wohl anschauen? Did Maya do this? CB. Cherry Blossom. That's Maya's signature. She's amazing. Aua. The city's a blank canvas. Begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls. Their impulses. Their urges.
Das sind doch echte Menschen, oder? Das ist doch niemals die Grafik vom Spiel. Don't worry about what people think. Be proud. Ja, seht ihr, das waren einfach echte Menschen. Oder das war eine echte Person. How could I ever be proud of myself? Ja. Sag mal, ist es noch dunkler geworden? Eine Graffiti-Künstlerin braucht nicht mehr als eine Sprühdose und eine leere Wand. Die Mauern eines gewissen Wohngebäudes von Kettenstadt halten für diverse Künstler als Leinwand her und überraschen täglich mit einem neuen Kunstwerk. Unter diesen Künstlern ist auch Social-Media-Star CB. Cherry Blossom, glaube ich, war das. Ihre Leidenschaft für Blumen wird schon in ihrem Namen deutlich. Der für Cherry Blossom. Achso. Oh Mann. Egal. Die Kunst von CB fängt die Herzen der Jugendlichen ein wie kaum eine andere. Also haben wir sie um einen Kommentar gebeten. Ihre Augen fixierten ihr neuestes Werk, als sie uns sagte, ich will damit darstellen, was diese Mädchen fühlen, aber nach außen nicht zeigen können, wenn sich jemand mit einem Graffiti identifizieren kann, dann wahrscheinlich, weil sie dasselbe durchmacht. CB fügte hinzu, dass die Blumen, die sie auf den jungen Mädchen ihre Kunstwerke erblühen lässt, aus ihren Narben herauswachsen. Die Blumen stehen dafür, dass die Mädchen vergangene Traumata überwunden haben oder dies zumindest versuchen. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. Da ist ein Schatten. Wahrscheinlich von den Puppen, ne? Fuck you. Hat mich nicht erschrocken. Hat mich nicht erschreckt. Immer noch nicht erschreckt. Gott sei Dank. Who's there? Entschuldigung für die späte Antwort. Bin eingeschlafen. Okay. Kein Problem. Wie geht es dir? Okay. Brauchst du das zu lesen? Gut, ich schaffe es inzwischen, mich etwas auszuruhen. Ich wollte dich nicht erschrecken oder so. Kein Problem. Ehrlich, alles gut. Bin noch ein bisschen müde, aber ich stehe bald auf. Hä? That's a relief. Ist Maya nicht hier? Ich glaube, Maya wäre hier. What's with this place? She's gross. Sticky notes. Loser! Stupid! Liar! Crazy! Cry, baby! She never said anything nice. Maya? Oder wer? Kindesmisshandlung, Vernachlässigung in Kettenstadt. Laut einer Erhebung gab es in Kettenstadt im letzten Jahr beinahe doppelt so viele Fälle von Kindesmisshandlung wie im Durchschnitt der entwickelten Länder Europas. Als Ursache werden die wirtschaftlichen Probleme und die daraus resultierenden Armut vermutet. Heißt das wirklich Kettenstadt? Also hier die Stadt? Wie heißt es auf Englisch? Chain City? Ach, keine Ahnung. Ich lasse es mal so stehen. My mom loved me. Oh, da steht Pervert, Liar, Stupid, Stupid. Frage mich auch, warum die Tür immer hinter mir zugeht. Aber ist nicht so schlimm. Muss ich hier immer weiter? Immer noch Loser. Okay, alles klar. Wer hat das denn alles denn geklebt? What the fuck? Jemand hat sich echt Mühe gegeben. Dann gehen wir erstmal hier rein. Antidepressants. I've taken enough medication. Hä? Okay, jetzt verstehe ich nichts mehr. Ah, ich werde noch rausfinden, wenn ich jetzt wahrscheinlich hier reingehe. Okay, immer mehr Sticker. Sticker. Blätter. Bah, Kakerlaken. Hä? Okay.
War sie das? Das war wohl die Mutter, die es zu ihr gesagt hat. Okay, und jetzt? Was ist das? Muss ich wieder raus? Oder passiert noch was? Ich muss wohl raus. Dann gehen wir raus. Ah. Go away, no way. Also ich vermute mal, dass ich rausgehen muss. Ah, Amelie hat wieder geschrieben. Was ist mit dir, Anita? Hä? Eins verstehe ich nicht. Die sind doch alle. Also die eine sah doch asiatisch aus. Warum haben die so komische. Was? Du sahst neulich nicht so gut aus. Mir geht's gut. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Natürlich tue ich das. Ich nehme meine Medikamente. Medikamenten sind gut, aber was ist mit der Therapie? Die bringt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Mit Erwachsenen zu reden, hilft nicht. Einige aus unserer Klasse mussten ins Krankenhaus. Du musst das nicht alleine durchmachen. Ich weiß, ich sag Bescheid, wenn ich was brauche. Und die hatten es verdient. Sie fühlen sich schlecht, weißt du? Sie alle. Okay. Na guck mal. Kann ich mich von da aus selber sehen? Nee. Okay. Dann nehme ich. Dann gehen wir jetzt mal raus wieder. Weil die Lichter sind aus, glaube ich. Ich vermute einfach mal, dass ich hier wieder hin muss, ne? Weil irgendwie, keine Ahnung, ich habe da jetzt nicht gesehen. Was ist das denn? Okay. Ich hab mich nicht erschrocken. Ist direkt hinter mir. Schau lieber nicht zurück. What's going on? Sackgasse. Jetzt guckt sie nach vorne und da steht er direkt vor ihr. Okay, war doch nicht. Ah, guck mal, Maya schreibt. Ich will dir was zeigen, kannst du zu Bella kommen? Achso, das hatten wir schon. Bist du hier? Ich bin im Studio. Maya? Hier ist ein Monster, geht's dir gut? Lol. Okay, die Antwort nicht mehr. Jugendliche stürzen sich bei berüchtigtem Gebäude weiterhin in den Tod. So gut wie jedes Jahr springt ein jugendliches Mädchen vom Dach eines verwahrlosten Wohnkomplexes in Kettenstadt. Trotz der wiederholten Selbstmorde bleibt das Gebäude, das seit dem Bankrott der Verwaltungsgesellschaft leer steht, leicht zugänglich. Doch weder Jugendliche noch Erwerblose lassen sich von dem düsteren Ruf abhalten und betreten das Gebäude trotzdem. Auch viele junge Graffiti-Künstler nutzen es als Leinwand für ihre Arbeit. Während die Bedenken der Amona immer weiter zu nehmen. Please, not Maya too. She has been acting weird lately. Weiter geht's wohl mit den Zeichnungen. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful. They fall beautiful. Ach, cherry blossom heißt Kirschblüten. My life to be. Okay, gut zu wissen. Why is she not replying? Come on! I have to find her. Gut, dann finden wir sie mal. Wohl aber nicht hier. Ich muss schon wieder raus. Gut zu wissen.
Leo. Bin ich hier richtig? Schauen wir mal. Ich glaube nicht. Boah, die Helligkeit vom Spiel, ne? Sehr blinded. Ich kann jetzt nicht schreiben, egal wer mir geschrieben hat. Ich sag's, weil man irgendwo im Hintergrund ja ein Dings gehört hat. Ich sag schon, ein Vibrieren, hundertprozentig. Okay. In den sozialen Medien. Einsamkeit und Angst unter Jugendlichen. Alle der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie sich für die pikanten Selfies, die sie online gepostet haben, schämen würden. Zudem sagten sie, dass sie Angst davor hätten, keine Likes für dieses Foto zu bekommen. Alle Befragten hatten ein äußerst schlecht ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Je größer ihre Ängste und je niedriger ihr Selbstvertrauen waren, desto stärker reagierten sie auf positive Aufmerksamkeit. Die Erfüllung, die sie verspüren, wenn sie online ein Like bekommen, ist für Erwachsene kaum nachvollziehbar. Weiterhin stuften die Jugendlichen ihr Verhalten auch dann nicht als positiv ein, wenn sie dafür Anerkennung bekamen. Stattdessen fielen sie schnell in ihr verzweifeltes Streben nach Aufmerksamkeit zurück, um die Leere zu füllen. Diese schädliche Suche nach Bestätigung ist vor allem eine Gefahr für Jugendliche, die psychisch noch nicht reif sind. Ein Grund, warum sie dann Selbstmord begangen haben, oder was? Also die Jugendlichen? Im Studio. Hä? Kam ich nicht von hier? Egal, gucken wir einfach mal. Ein Monster. Creepy. Maya. I hope you're all right. Jetzt sagt sie creepy, vorhin aber als das Monster kam. Oh, jetzt. Sagt sie das nicht. Sie fühlen sich schlecht, weißt du, sie alle. Übrigens, nochmal über die College nachgedacht? Über das College? Ich kann nicht. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Also, wenn man mal auf dem College ist, kommt man nicht mehr hierher zurück. Zurück? Nein, ich komme auf jeden Fall zurück. Meine Eltern würden mir die Hölle heiß machen, wenn ich in den Ferien nicht nach Hause käme. Aber denk einfach nochmal über das College nach, okay? Hab doch gesagt, dass ich nicht kann. Das ist nichts für mich. Studieren ist nicht mein Ding. Du weißt, dass ich dir helfe. Schon gut, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich dort überhaupt tun sollte. Das ist nicht wahr. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Sei stolz darauf, wer du bist. Warte, was ist mit den Zeichnungen, die du mir gezeigt hast? Du könntest einen Kunstkurs besuchen. Das könnte Arbeit bringen, oder? Ich bin nicht Maya, okay? What the fuck? Jetzt, Moment, bevor ich das vergesse. Warum sagt sie das nicht hier, dass da ein Monster ist und sie zu Hilfe kommen soll? What the fuck? Emily doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no way out. No way out. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich im Kreis bewege. Ja, die Musik wird lauter. Maya, are you here? Is this your studio? Skizzenbuch. Are these Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good. They seem happy. A new life. So full of life. Bist du hier? Maya?
Okay, wo bist du? Dieser Ort ist gefährlich. Wir müssen weg hier. Hier weg. Maya, bitte antworte mir. Why won't she reply? Where are you? Hey, sie hat doch gerade geantwortet. What the fuck? Am I going crazy? Am I going crazy? Kann ich das angucken? Nee. Hm. Okay. Hm. Nicht fertig geworden, wohl. It's beautiful. Who did Maya have in mind? Did you post this too? Even more followers. I lost followers again. Some new followers here. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Stop with the boring photos already. No sexy stuff, no followers. Wow, you hate your followers? Congrats on reaching your follower goal. Come on, we want sexy pics already. Maya? Nee, Amelie. Sag mal, kommt das von meinem Controller? I'm sorry. Nein, okay. You have your own situation to deal with. I was out of line. I was thinking selfishly. I'm so sorry. No, I shouldn't have gotten mad like that. Thanks, Anita. Accepted Maya's death yet? Mm-hmm. Why did she jump from the villa? Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? Warum wundert mich das irgendwie? Ist doch Silent Hill, what the fuck? How could I forget that? Okay. Jetzt haben wir erfahren, dass Maya tot ist. Gut zu wissen. Finde es. Finde was? Jetzt verspürst du doch wieder hier Spannung. Ach, schon wieder diese Dinger. No shit. Was mit dir hier? Welche Richtung? Gehen wir den rechten Weg mal. Mal schauen. Ich glaube, jeder Weg hätte nicht ans Ziel gebracht. Vermute ich einfach mal. Alter!
Oh mein Gott! Okay, kurz erschrocken, aber ganz gut, alles easy, alles locker. What the fuck? Holy shit. Ach, sie ist jetzt auch auf dem Dach. Maya died. But her art lives on. Even more followers. No one is ever going to notice me. Oh! This is where Maya jumped from. Bad things happen because of you! Maybe I can be like her. Here goes. Wow, das war jetzt krass. Okay, das war ja ein bisschen zu krass. Ob es jetzt tot ist? Vielleicht auch nicht. Alles klar, gut zu wissen. Am I back at the villa? Restart. But why didn't I die? Schreib mir Maya wieder. Hast du es gefunden? Was gefunden? Kannst du nicht gehen, bis du es gefunden hast? Also kannst du nicht gehen, bis du es gefunden hast? Bist das wirklich du, Maya? Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Maya ist tot, du bist nicht sie. Okay. Die wiederholt sich. Wer zum Teufel ist das? Jetzt schreibt sie wieder dasselbe. Du kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Sag es mir. What the fuck? Was zur Hölle, genau. Aber ich habe auf die Zeit geguckt. Ich würde mal sagen, es reicht erstmal. Also. Wir haben natürlich quasi am Anfang gesehen, wir wissen halt auch, dass Maya tot ist, aber ich will auch nicht das gesamte Spiel jetzt zocken, ne, bis ein Let's Play draus machen, sondern es ist ja eine Trash Night und es ist kostenlos auch, ne, deswegen sollte sowas auch nicht immer lange gehen, also ich könnte auch das eine Stunde machen, aber naja, wie gesagt, es ist halt nur eine Trash Night. Ja, was sagst du im Spiel? Wir können uns ja leider keinen Shop anschauen, ne? Denn es gibt in dem Spiel keinen Shop. Weil das Spiel ist halt wahrscheinlich kein Spiel, was jetzt Skins unbedingt verkaufen müsste oder sonst was ähnliches. Gott sei Dank, ne? Weil so ein Spiel braucht sowas gar nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, das Spiel bekommt von mir keinen Trash. Es ist halt Silent Hill. Und ganz ehrlich, wer Horrorspiele mag, ne, der wird wahrscheinlich mit dem Spiel definitiv Spaß haben. Ich wiederum bin kein Fan des Horror-Genres, wie gesagt. Also ich kann solche Spiele spielen, aber ich würde irgendwann mich erschrecken. Bis jetzt habe ich nur einen einzigen Jumpscare gehabt und das war da, wo dieses Wesen vor mir stand, als ich die Tür aufgemacht habe. Natürlich, das war jetzt
typisch Horrorfilm-mäßig halt, ne? Aber das hat mich jetzt nicht erschrocken. Mehr da, wo das Ding direkt vor mir war und ich nicht wusste, ob ich jetzt quasi dem entgegenrennen sollte, ne? Oder ob ich von dem wegrennen sollte. So, wie gesagt, es gibt keinen Shop, das brauche ich dann nicht zu zeigen. Und ich muss auch sagen, Props an die Macher, ne? Dass sie noch diesen Hinweis am Anfang geben, mit dem, mit der Hilfe zur Suizid, also Suizidhilfe, Suizidhilfe, nein, so meine ich es nicht, ich meine Hilfe für Personen, die solche Gedanken haben, halt, ne, ja, da kann ich nur zustimmen, wendet euch an, halt, zuständige Personen dafür, also die da Hilfe wirklich dann auch geben wollen, also das kann ich unterstützen, weil, wie gesagt, wer unter Depressionen oder sonst was leidet oder Suizidgedanken hat, wendet euch an diese Personen, die werden euch helfen. So, mehr gibt's dann auch nicht von mir aus zu sagen. Wie gesagt, kein Trash. Und damit würde ich auch sagen, bis zur nächsten Trash Night. By the way, bei dem letzten Mal muss ich auch mich entschuldigen wegen Paladins, das kam ein bisschen später, lag aber auch daran, weil ich zu viel zu tun hatte. Dieses Mal wird's nicht so sein, deswegen, ja, bis zur nächsten Trash Night. Haut rein, ciao!